Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung von Die Rückkehr des Kaisers und zwar das zweite Abenteuer, der Flug des Raben. Ja, wenn ihr die letzte Zusammenfassung gesehen habt, im Schatten der Gans, dann wird euch sicherlich auffallen, das war Zusammenfassung von dem Rückkehr des Kaisers Teil 4. Das hier ist jetzt Teil 2. Wir sind also gesprungen. Woran liegt das? Wir haben aus der Asche nicht gespielt, sondern sind dann in eine eigene Kampagne 35 Tage Krieg gegangen mit Helme Hafax. Und davon ausgehend sind sie dann in meiner großen Sandbox erst nach Romulus gelaufen, was dann eben den Schatten der Gans triggerte und erst im Nachgang dann den Flug des Raben bzw. im Zeichen des Fuchses, was dann das erste Abenteuer aus RDK wäre. Ich habe das beides so ein bisschen miteinander kombiniert, abgeändert, aber das kennt ihr ja auch schon. Ja, worum soll es gehen im Abenteuer, beziehungsweise was haben wir gemacht? Die Helden hatten ja schon ein Artefakt aus Romulus geborgen im Schatten der Gans und haben das dann eben mitgenommen, erst einmal in Richtung Gareth und dabei festgestellt, dass sich wohl die Person in der Wildermark beziehungsweise in der Partien befinden muss. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wer der wahre Kaiser ist. Aber zumindest lebt wohl irgendjemand. Im richtigen Abenteuer erfahren sie durch ein schwarzes Auge in Gareth davon, dass Rohaya noch lebt. Das ist eine Vision. Bei uns war das nicht der Fall. Wir haben einfach nur nach dem wahren Kaiserblut gesucht und wussten dabei eben nicht genau, wer das ist. Das könnte auch sehr gut sein, dass das Answin von Rabenmund der Ältere wäre. Auch das wäre eine legitime Vermutung, zumindest beim Drehen dieses Amulettes, was sie gefunden hatten. In Romulus hätte die Position doch sehr nah auch an Burg Rabenmund sein können. Helden wie sie sind, sind sie also aufgebrochen von der Goldenen Au aus in Richtung Norden in die neue Wildermark. Die haben sie ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennengelernt. Sie wussten also nicht, was ist passiert, nachdem die untoten Horden dort einmarschiert sind. Konnten so ein bisschen wildermarksche Luft in Romulus schon mal schnuppern, aber natürlich unterscheiden sich die Settings ja ganz, ganz massiv. Je nachdem, ob ich von dem einen Ort in den anderen komme, von dem einen Bauerndorf in das andere, da sind dann schon wieder ganz, ganz andere Kriegsfürsten am Werke, auch wenn sie noch nicht so ausgeprägt sind, wie sie das später dann sind in der von wehenden Bannern bzw. von eigenen Gnadenkampagne. Das aber so schon mal die Ausläufer. Sie sind also in Richtung Norden gezogen, an Werheim vorbei, was natürlich noch verflucht war mit einem, ja, Drachenfluch darauf. Rassasur saß bei uns in der Ruine und hat seine sinistren nekromantischen Rituale abgehalten. Zum Glück hat das Medaillon nicht auf Rassasur gezeigt, sondern dran vorbei. Sie sind also einmal um Werheim herum marschiert und konnten dann sich in eine der Wälder retten, und zwar in den Trollenswald. Der liegt ganz in der Nähe von Burg Rabenmund, beziehungsweise einige Meter entfernt von dem Mithraelsfeld. Also nicht ganz so sehr entfernt von dem eigentlichen Schlachtfeld. Und das ist auch wichtig. Denn sie haben im Trollenswald, sie sind immer dem Medaillon gefolgt, haben sie herausgefunden, dass dort eine Person sitzt, eine Söldnerin, die ihren Namen wohl vergessen hat, hatte wohl auch ein Kind dabei und einen anderen Söldner, der sie bewachte, beschützte. Und dabei stellte sich heraus, die Ähnlichkeit zu Rohaya ist doch frappierend. Rohaya selbst haben sie ja schon kennengelernt über die Turniere im Frühling noch. Da haben sie sich auf alle Fälle kennengelernt und konnten dann diese Verbindung eben auch wiederherstellen und dann versuchen, ihre Erinnerungen wiederherzustellen. Sie hatte, das war ja der Ausgangspunkt, einen gewaltigen Stein im Magnum Opus an den Kopf bekommen, wurde vom Pferd geschleudert und wachte dann ohne Gedächtnis auf. Im Abenteuer ist es anders gelöst worden, als wir es dann letztendlich gemacht haben. Wie ist es im Abenteuer, im richtigen Rückkehr des Königs? Normalerweise laufen die Helden jetzt durch die große Wildermark am Serdenwald vorbei, Schönwald, Schratenwald, in Richtung Sancta Boronia, das Heiligtum der Boronkirche bzw. so eine Klosterfestung. Die wird normalerweise belagert, und zwar von Lucardus von Kemet, dem untoten Paladin, der damals die Boron-Golgariten gegründet hatte. Und der belagert das Ganze im Auftrage von Rassasor, will da dann wohl seine eigenen finsteren Pläne verwirklichen. Und die Helden sollen sich eigentlich daran vorbeischleichen, in den Nebel hinein, und dann mit Hilfe der Boron-Geweihten bzw. der Golgariten wollen sie die Erinnerung von Rohaya wiederherstellen.
so im Buche und im Prinzip endet dann auch das Abenteuer, nachdem sie dann zahlreiche Visionen im Flug des Raben gelöst haben, konnten sie dann die Erinnerung wiederherstellen. Bei uns war es anders. Wie gesagt, die Essenz des Abenteuers ist: Finde Rohaya und stelle das Gedächtnis wieder her. Das sind die Essenzen des Abenteuers, die so kanalisiert habe ich übernommen. Rohaya haben wir gefunden, wir sind dann aber vom Trollenswald aus in Richtung Punin gelaufen. Und da habe ich ein bisschen improvisiert, das könnt ihr dann auch feststellen, wenn ihr euch die Folgen anseht. Ich wollte die Rückreise nicht wirklich thematisieren, das war der eine Punkt, und ich hatte dann die Idee, dass wir uns über einen Trollpfad, wir befinden uns ja im Trollenswald, über einen Trollpfad sind wir dann in Richtung des Schlunds gelaufen, also ein Vulkan, der sich im Süden befindet, irgendwo um Rastulswald, ein Hochheiligtum der Zwerge, und über den Trollenswald, also über diesen Trollpfad, kann man eben wenige Meter laufen und viele, viele Schritte in der Realität machen, was dann eben dafür sorgt, dass man Entfernungen sehr schnell abarbeiten kann. Ich finde es an der Stelle dann nicht weiter spannend, wenn man den Rückritt antritt und dann sagt, wir befinden uns 2 Wochen später in Punin, weil ich dann diese Reise am Ende dann doch irgendwo ausspielen möchte, das aber nicht spannend ist. Habe also ein neues Element eingeführt, und zwar diesen Trollenspfad, beziehungsweise die Trollsteine. Und habe einmal dann einen offiziellen NPC aus der G7 eingeführt, den Trollminister für Reichsangelegenheiten, und dann eben auch Xenos von den Flammen, ein weiterer bekannter Zwerg, ein Geode, der dann für Boltax auch relativ interessant war. Da gab es ein paar schöne Szenen, die ich auch empfehle, noch einmal nachzusehen. Der Schlund generell war sehr interessant. Der Rückweg vom Schlund aus in Richtung Punin war dann doch sehr kurz. Das konnten sie dann auch ohne weitere Probleme abarbeiten, denn dort war kein Krieg, war nie Krieg. Es waren noch ein paar Flüchtlinge unterwegs, aber sie konnten dann ohne Probleme in Punin auftauchen und gemeinsam mit dem Oberhaupt der Boronkirche die Erinnerung von Rohaya wiederherstellen. Das ist also die Änderung zu dem offiziellen Abenteuer. Die Essenz ist gleich geblieben. Es geht einfach nur darum, stelle das Gedächtnis von Rohaya wieder her, beziehungsweise finde sie erst einmal so, wie sie in der Wildamak liegt. Und dann hoffentlich hat sie A, das Kind. Das ist noch später wichtig, nicht so sehr im Rahmen dieser Kampagne, aber höchstwahrscheinlich im Rahmen einer weiteren Kampagne. Albiron, der geborene Sohn von Rohaya, ist zwar nicht der offizielle Thronerbe, weil sie offiziell kein Kind hatte, aber das einzige Kind eben, was sie eben hat. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann hat das Ganze gedauert 72 Folgen lang, so zumindest übernehme ich es aus der Playlist, und das waren ganz grob 33 Stunden, die wir gespielt haben an dieser verkürzten Version. Man hätte natürlich noch einmal die Szenen im Tempel oder beziehungsweise in der Klosterfestung Sancta Boronia noch etwas ausbauen können. Man hätte Lucardus von Kemet weiter beleuchten können. Hat an der Stelle für mich aber wenig Sinn gemacht, weil wir ihn für unsere Kampagne nicht brauchten. Und da wir in Punin dann auch einen weiteren One-Shot gespielt haben, konnten die Helden sich dort auch noch etwas akklimatisieren, nachdem sie doch dann wirklich sehr viel Stress hatten, und sie konnten sich dann ja in der neuen Region mit viel Wissen versorgen, was sie dann eben auch brauchen im weiteren Verlauf. Denn dieses Wissen ist gesondert, speziell und erfordert Bibliotheksrecherche, die es dann in Sancta Boronia oder in anderen Städten nicht unbedingt gibt. Wir haben Asavo Yitzchok vom See kennengelernt und viele weitere Dinge über Drachen herausgefunden. Über die wahren Namen von einem Drachen in Bezug dann auf den späteren Erzfeind, den letzten Endgegner im Rückkehr des Kaisers, und das ist dann Rassasor, der unsterbliche nekromantische Drache, der aktuell, wie gesagt, noch in Werheim sitzt. Das war also das Ende für Flug des Raben, Ende in Punin, und dann geht es weiter mit dem nächsten kleinen Abenteuer, der nächste kleine One-Shot, den wir dann erzählt haben, und zwar Fest der Feinde. Ein doch recht neues DSA 5 Abenteuer, dazu dann später mehr, wie ich das gelöst habe. Ja, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle endet meine Zusammenfassung. Wir können uns noch den Rest im Schnelldurchlauf ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid damit up to date, zumindest zum Up to date im Jahr des Feuers, dem achten Abenteuer bei uns in der Playlist. Und
Weiter geht's dann mit Abenteuer 9, Fest der Feinde und dann eingeschoben Posaunenhall, die Vernichtung von, beziehungsweise die Einnahme von Barok. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
Thank you.
Before you come.